Du hast gesündigt? Allah hört. Warte, warte. Du hast gesündigt? Allah hört dir immer zu. Stopp. Du hast eine Freundin? Allah hört dir immer zu. Du hast Probleme? Allah hört dir immer zu. Sag mir, was hast du? Lieber Bruder, was hast du? Liebe Schwester, Allah hört dir immer zu. Ob du jetzt hier oder auf dem Mond bist, egal wie alt du bist, egal was du gemacht hast, egal in welcher Situation du dich befindest, Allah subhanahu wa ta'ala hört dir auf seiner erhabenen Art und Weise immer zu. So bitte Allah um Vergebung, bitte Allah um Rechtsleitung, bitte Allah darum, dass er dich vor der Hölle bewahrt und dich in der höchsten Stufe Jannat al-Firdaus, in der höchsten Stufe des Paradieses, ohne jegliche Strafe und ohne Abrechnung eintreten lässt. Möge Allah Ta'ala dir dieses ermöglichen. Amin. Möge Allah mir und dir alle Sünden verzeihen. Amin. Möge Allah Ta'ala unsere Eltern recht leiten und sie ins Paradies eintreten lassen. Amin. Allah hört dir immer zu. Du hast so viel gesündigt, dass Shaitan in deinem Kopf spielt und dir sagt, es lohnt sich nicht mehr zu bereuen? Quatsch! Allah hört dir immer zu. Egal, was du gemacht hast. Ganz egal. Allah hört dir immer zu. Du hast 100 Tattoos, worauf Kreuze sind, und hast 200 Menschen umgebracht. Warte mal. Allah hört dir immer zu. Mach dir keine Sorgen, denn Allah kennt's genau. Hört dir immer zu. Lieber Bruder und liebe Schwester, sei nicht schwach. Allah hört dir immer zu. Bis dann. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.